Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia für die PlayStation 3. Im letzten Part haben wir... Ach Gott, wir sind ausgebrochen. Und wie ich angekündigt habe, habe ich das nochmal geladen. Also vom Ende des dritten Parts und habe den kompletten vierten Part im Prinzip nochmal gespielt und den Raum abgesucht. Da waren einige Items wie... Also da waren auf jeden Fall zwei Raben schwarze Federn, da waren Spinnennetze... Und das war so, wenn wir schon ein bisschen Geld, ganz viele Gegner, ein paar Dutzend, habe ich natürlich gefickt. Dabei bin ich auch mit beiden ein Level aufgestiegen. Das heißt, wir haben wieder einen neuen WP. Was auch immer das eigentlich bedeutet. Und dann werde ich mit ihm hier jetzt erstmal in diese Richtung gehen. Ja. Nehmen wir uns erstmal das. Ich habe sogar 3 WP direkt wieder. Das geht ja schnell. So. Und dann kostet das hier oben dann mehr? Nee, es kostet alles gleich viel. Was bist du? Ja, dann werde ich aber, glaube ich, erstmal so... Na, nee, werde ich nicht. Ich will schon ein bisschen noch Prinzip machen. Abwehren des Feindes zu durchbrechen. Machen wir das erstmal. So, und dann werde ich hier erstmal weitermachen. So, und mit dir haben wir dann eben auch 3 WP. Das Problem ist, dass ich hierfür jetzt 4 brauchen werde. Was? Kann ich es jetzt gar nicht kaufen, nur weil ich hinten angefangen habe, oder was? Aha. Das ist natürlich doof. Ich wollte eigentlich hier jetzt erstmal weitermachen. Und mir dieses Kästchen hier holen. Und das werde ich auch machen. Ja, dafür brauche ich nur noch ein paar WP. So. Ja, das sollte ja dann reichen. Gut, machen wir weiter. Ich speichere jetzt nochmal schnell ab. Jetzt auf dem 5. Spielstand. Und ab dann werde ich jetzt wieder so anfangen, erst auf dem 1. und so weiter, wieder zu speichern. Danke. Ja, was aus dem Gewitter vorhin geworden ist, kann ich auch mal sagen. Moment, es hat hier irgendwo eingeschlagen, hat eine Leitung kaputt gemacht und mein Router ist durchgebrannt und ich habe jetzt erstmal kein Internet. Sehr gut. Was hat er gerade... Oh Mann, du solltest doch nicht überspringen. Ich wollte es nur passieren. Ach Mann. Okay, dann auf zum Seehafen. Erstmal zum Hauptplatz. Warten jetzt auch Gegner auf uns oder sind die hier alle friedlich gesinnt? Ja, ja, die sind super friedlich gesinnt, wie ich sehe. Wo geht's denn jetzt zum Seahaven? Das ist der Palast. Nordwestlicher Bereich? Ich weiß das doch nicht. Also das da unten ist auf jeden Fall nicht richtig. Seehafen ist unten eigentlich. Also ich meine, von der Höhe her, von der Erhöhung. Also würde ich sagen, es ist entweder da oben rechts, was ich auch glaube, oder hier... Nee, ich glaube, es ist ganz oben. Na, ein paar friedliche NPCs sind hier ja scheinbar schon. Wie zum Beispiel du, ja, hallo. Habt ihr den Lärm vorhin gehört? Es klang, als gäbe er aus dem Forschungsbezirk. So, mit den Gegnern möchte ich mich hier gerade nicht anlegen. Ich glaube, ich muss hier hin. Das einzige Weg, wo keine Gegner stehen. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich gerade... Na toll. Dass ich gerade keinen Ärger in der Stadt machen will. Wie ging das? Ja, das geht tatsächlich. Ich kann die einfach angreifen hier. Hallo. Ach, die Bewohner kümmern das doch eh nicht. Also machen wir sie fertig. Die sind doch eh auf unserer Seite, die Bewohner, ne? Ach, dünn ist das egal. Auch gut. So, dann muss ich wo lang? Hier lang. Ja. Na, da wäre ich doch ohne Kampf hingekommen. Egal. Hi. Okay. Also rechts abbiegen, habe ich gehört. Also hier. Ah, Fenmon Seehafen. Kann ich noch auf die Karte gucken oder kommt direkt eine Sequenz? Okay, Sequenz. Oh,
too! Stop right there! Huh? What's going on? Doctor? Dr. Jude? From a medical school? Mr. Eldon? Is that you? What's going on here? I can't believe you are the one we're looking for. Jude Mathis, I have a warrant for your arrest. There's one for her too. I'm authorized to use force if necessary, but I don't want to hurt you. But wait, just hold on a minute. We may have done a little breaking and entering, but that hardly makes us public enemy number one. So much for that. It looks like they're not listening. Mr. Eldon! I'm sorry, but I'm afraid I have my orders. Jude, I can't let them capture me. I have to resist. Then we'll do it the hard way. Go on, get her! Goodbye, Jude. Forgive me for all of this. Think your next move over carefully, Doc. The more trouble you give us, the harder your sentence. It's just that I just wanted to... Well, aren't these military types brave? Protecting the world from pipsqueaks like you. Who are you? Save the chit-chat for later. Your lovely lady friend's about to set sail, you know. Wait, but I... Listen close, kid. The military issued your warrant, and with the Military Powers Act invoked, you're an ex-marked criminal. If they catch you, you'll face... execution. What? Execution? Forget them! Come on. Dirtier than you look. What's going on here? The military's doing drills or something on shore. We were just getting out of their way. Come on, do you really think a pipsqueak, a pretty girl, and a dashing man like me would be up to no good? It's Alvin. Huh? That's my name. You said that you're Jude, right? Yes, sir. And this is Mila. Hang in there, kid. Natürlich auch kacke. Ich meine ja nur, er hatte gerade kurz davor sein Medizinstudium, sein sehr schweres abzuschließen. Und hatte schon im Prinzip einen sicheren, gut bezahlten Job. Und dann stirbt der Arbeitgeber einfach mal. Und das Militär macht Stress. Und jetzt ist er weg und auf der Flucht und Schwerverbrecher und so hingerichtet werden. Ja, toll! Und der Typ, den wir ganz am Anfang verarztet haben, ist einer unserer Feinde. Auch wenn wir es nicht wollen. Gorillas the entire voyage? What do you expect? We don't have any sort of identification. Speak for yourselves. I can't believe we're heading to Azul. Look, we're leaving Fenmon's Spirit Climb. You said you're a med student. Didn't expect that. Hey, can I ask you something? Why did you save us? What's in it for you? Well, cash, of course. How does saving us make you money? Simple. I figure you must be in serious trouble if the military's after you.
Now that I've swung to your rescue and impressed you with my daring do, I can charge you for my services. Charge us what? I'm nearly broke. Same goes for me, I'm afraid. Seriously? I take more than just cash, you know. Don't you have any precious metals? Jewels? Rich relatives about to croak? Nothing on me. Everything happened so fast. I doubt I have anything that would sell for a high price either. What exactly do you do, Alvin? You look like a soldier, but you sure don't act like one. You're on the right track, kid. I'm a mercenary. It's better than being a soldier. We don't have to follow orders. We set our own hours, and we help people. For a price. Well, it would seem like you helped us for free. Well, it's a risk of the trade. Maybe I'll find some paying customers in Anjou. Sorry about that. Charity work. Wonderful. Are we there yet? Der Typ ist cool. Ich mag den. It's hard to believe we're in a whole different country. Although it feels just like home. Hmm? Well, this part of Ajul is hardly what I'd call exotic. Huh. Hey, there's a map. Let me check it out for a bit. Brave kid. The way he plays it cool. Decided to make the best of it, has he? He's not as immature as he looks. Would it kill you to show a little concern? I mean, you dragged him into this, right? He insisted on helping me. I told him again and again to go home, but he wouldn't listen. He's here of his own accord. I see. He believes he got himself into this mess, so now he has to put on a brave face. Either way, he's still acting like an adult. North of here. Hmm. So? You leaving now? No. Alvin, you must be well-versed with the sword. Mercenaries like you must have some battle chops. Well, yeah, of course. Could you teach me how to use one? I don't have the four to back me up anymore. If I can't wield a sword, what's left? The four? Not sure I follow. But I'd be more than happy to teach you. If only you had some cash. So you won't help? Here, how about we make some moolah while I train you? What do you mean? Well, there's got to be some paying customers here in the Sea Haven, right? Let's take a look around. Sowas mag ich an Söldnern im Team. In jeglichen Spielen. Oder an Söldnerjobs, oder wenn man selbst ein Söldner ist, oder sowas in der Art halt. So, wir haben jetzt also Alvin im Team. Der hat natürlich auch gleich ein paar WP. Oh, der hat sogar schon was fertig. Das hier, das hier, das hier und das hier. Dann fehlt ja hier noch das hier. Und das hier. Darauf habe ich Lust, das kaufe ich mir erstmal. So. Oh, habe ich gleich zwei damit gemacht. Aha. Ha. Und dann hätte ich ganz gern... Ja, doch, das hier. Ja. Gut, die anderen haben nichts mehr. Richtig. Du hier hast ein großes Schwert und eine Pistole. Das ist cool. Hier hast du nix. Ja doch, du hast auch hier Chris Langschwert, aber
Brauchen wir nicht. Hier hast du auch nichts außer der alternativen Farbe. Wie sieht die aus? Aha. Gar nicht mal so schlecht, aber ich mag sein normales Outfit hier dann auch doch schon mehr. Da. Mr. Alvin. So. Gut. Ich denke mal, dann können wir erstmal speichern gehen da oben. Oh, ja, Moment. This was surging with mana when they activated their so-called Lance of Kresnik. So this must be the key they used to arm it. Do you want something? Whoa, hold your fire. I come in peace. Can't a mercenary have a friendly chat with his clients? That much is fine. But when you want to chat, you needn't hold your breath and sneak up behind me. Sheesh. You make me sound so unsavory. Do you berate poor Jude like this too? I don't intend to berate anyone. That was never my intention. Do try to be gentle with him. Boys can be so vulnerable. That's a surprisingly tender sentiment. That's what it says on my business card. The mercenary with a heart of gold. Those are good words to live by. Although, with a motto like that, I can't imagine you'd live very long. Not the type to sugarcoat things, are you? So, und sieht ja aus, als könnten wir eine Menge einkaufen. Und ich denke mal, das machen wir auch. Aber natürlich nicht jetzt. Denn jetzt wird erstmal gecuttet. Und eine Sache möchte ich noch kurz zeigen im Titelbildschirm. Es war nämlich bisher so, bis ich zu diesem Intro gekommen bin, dass im Titelbildschirm war einfach nur so eine Textbox hier, genau wie die. Da stand einfach drin, so ganz normal, Tales of Xillia, darunter neues Spiel oder Spiel laden. Fertig. Und dann habe ich auf neues Spiel gedrückt, konnte die Einstellungen bearbeiten und dann loslegen. Ich dachte mir immer, hä, was geht? Und jetzt, wo wir hier durch den Prolog sozusagen durch sind, kann ich es dir mal zeigen. Kommt hier jetzt immer, wie ich es eigentlich auch erwartet hatte, weil es so zum Beispiel bei Tales of Vesperia und Tales of Symphonia und so ist, kommt hier jetzt dieses Intro, kann ich natürlich überspringen. Dann kommt hier jetzt ein richtiger Titelscreen, ähnlich eben auch wie in Symphonia, Vesperia, Abyss, Graces F und so weiter. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist das Design, also der Aufbau sozusagen, dieses Titelbildschirms, genauso wie es wie in Vesperia. Also oben steht Tales of, hier jetzt Xillia, und links unten stehen zwei der Hauptcharaktere, die zwei ersten spielbaren. In Tales of Vesperia waren da Yuri und Repeat, also Yuri und sein Hund. Und hier sind es eben Jude und Mila. Ja. Und dann ist hier endlich ein richtiger Titelscreen. Aber jetzt sag ich erstmal das Wort für den Patrick.